Ja, moin an diesem zweiten Tag in Tornisch. Wir sehen hier vor uns einmal das Spiel Halle gegen Hamburg Wolfgang. Und mein Name ist Pauli und ich spiele auch eigentlich für Hamburg. Und ich bin der Basti, komme aus Halle, spiele auch eigentlich für Halle. Und damit haben wir auch hier im Moderationsteam das Spiel quasi Meinungsspaltung, wiedergegeben. Wer dieses Spiel gewinnen soll. Genau, und jetzt geht es los. Headref, Niklas Müller eröffnet das Spiel mit den Brooms ab. Und wir sehen der Quaffel geht nach Halle. Genau, das war René Beats. Halle, der eigentlich für Hannover spielt, deswegen in der Nordliga bei den Hamburgern auch bekannt. Gut bekannt ist, ja, dass das Glück ist. Und Tor durch die Nummer 9, Roman Hewicke. Ja, es gibt zum Glück diese Regelung für kleinere Teams, dass wenn sie weniger als 14 Spieler haben, sie von Mannschaften auffüllen können, die nicht am Turnier teilnehmen. Genau, dieser Regelung hat sich Hamburg auch bedient, indem sie sich ein paar Osnabrücker eingeladen haben. Zum Beispiel die Nummer 3 hier zu sehen. Und der Bieter, der gerade dort versucht, den Bludger zu holen und dies auch erfolgreich tut. Und jetzt, safe. Das hätte ich auch als Missbeat. Ja, das war ein Missbeat. Und damit jetzt immer noch die Wolfgang im Quaffel besitzt. Und Tims Händen. Die Bludger Control auch im Hamburger Händen. Sie haben sich die zurückerkämpft. Langer Pass hinter die Hoops, aber der kann nicht gefangen werden. Gut gestört von der Nummer 8 von Halle. Paula, damit jetzt Quaffel-Vortrag von Halle. Gegen BS. Genau, ebenfalls wieder der Quaffel in Renés Händen, der hier als Keeper zu sehen ist. Nun, Olli und Elli, also Olli, das Hallenser Bieter-Duo erholt sich BS. Jetzt könnte es schnell gehen. Da war da der Missbeat von Olli. Aber René immer noch im Quaffelbesitz, kann die Situation nutzen. Kann seine langen Beine in Bewegung setzen und das Ding. Oh, da sehen wir einen wunderschönen Steal von Lennart, der einfach der Nummer 21 aus, oder 28 ist das? Bei 28 aus Hamburg, ja, dann hat er... Nee, aus Halle. Ach, so. Ich dachte, die 28 von Hamburg hätte jetzt die 28 von Halle bestealt. Das wäre natürlich... Nee, das ist die Nummer 9 gewesen. Aber es war sehr schön von hinten, sneaky den Ball weggeholt und dann doch wieder die Control zurückerobert. Aber jetzt die Control offen... Und verloren, jetzt wieder in Hallenser Händen. Es ist ein sehr wechselhaftes Spiel. Und jetzt wieder die BS in Hamburg, also die Bludger Control. Sehen da hinten wechselt quasi 10 Sekunden. René hat seinen Boom verloren, das im könnte Tackle. Die Chance sein. Jetzt für Tim aber, dort zu drei. Ah, was für ein schöner Beat. Und jetzt Halle in Quaffelbesitz. Da war Kevin leider raus. Nur gegen einen Bieter. Ein Bieter kommt von Hamburg von hinten. Und Tim kann sich aber nicht ranschleichen. Hallenser Chaser haben das bemerkt. Und haben auch einen. Jetzt Quaffel-Vortrag und die Refs zeigen ein Foul gegen Hamburg an. Da habe ich jetzt nichts gesehen. Schöner Tackle von Hamburg. Ja, das hat Tim sehr schön gemacht. Aber René dazwischen. Und Hamburg jetzt hat den Quaffel in den Keeper-Händen. Aber wir sehen eine Delayed Penalty gegen Hamburg. Also mal gucken, was da schief lief. Ich habe nichts gesehen. Du hast gesehen. Ich habe nichts bemerkt. Der Tackle hier vorne sah auf jeden Fall clean aus und ich glaube, dass die Penalty vorher angezeigt wurde. Blaue Karte für den Hamburger Bieter. Für das, das illegale Spielen eines Bludgers. Wahrscheinlich dann mit eingekickt oder berührt und einen in der Hand gehabt. Ja. Spielst du eigentlich Bieterin oder Chaserin? Ich spiele normalerweise als Chaserin. Oh, sehr schön. Dann haben wir jetzt zwei, die keine Ahnung vom Bieten haben. Ach doch, so ein bisschen kann ich das. Ja, also natürlich sollte man, wenn man Quidditch spielt, auch die andere Position verstehen. Also, die Person, die gerade die blaue Karte bekommen hat, ist noch relativ neu dabei, so wie eigentlich fast alle in diesem Team. Das heißt, da passieren halt mal kleine Fehler. Nee. Das ist... Aber ganz natürlich bei neuen Teams. Daran wächst man. Jeder, also gerade im Quidditch, bei so vielen speziellen Situationen, die passieren können, wo es dann Regeln für gibt. Da sind sie beide beat, aber das ist eigentlich eine No-Bludger-Situation für Halle. Die sie und jetzt gepresst haben, den Quaffel von durch René erobert, keine Beater, das müsste es. Da ist das 30-0 für die Horcruxe. Halle. Wieder durch den Leihspieler René. Ja, der sich sogar ich ja eingekauft habe, ne? Er hat sich sogar extra ein Trikot anfertigen lassen, noch für die DM. Oh, ja, der
der nimmt das ganze Ding ganz schön ernst und möchte spielen, denn sein Team spielt nicht. Leider, leider. Ja, zum Eispokal haben sie es geschafft. Die Hannover Swooping Eagles. Auffüllern aus Bremen und sonst. Und da der Missbeat gegen den Beater, aber dadurch den Quaffle Carrier getroffen. Auch eine lustige Situation. Ja, aber sie haben den. Aber der Tackle von Halle hält zumindest den Chaser auf. Jetzt Tim versucht sie es nochmal. Ja, Alina mit der Nummer 2 wird gebeatet. Ich hätte sie Beat gesehen. Ja, ich auch. Aber das war jetzt der erste Reset. Und Niklas Müller ist eigentlich ein sehr guter Referee. Der sieht die meisten Dinge doch. Auf jeden Fall, da vertrauen wir mal in seine geschulten Augen. Ja, würde ich auch so sagen. Gut. Was sehen wir hier gerade? Ein Angriff mit BS der Hamburger. Ja, und die BS verlieren sie aber gerade. Die BS ist wieder in Halle. Und da ist der Chaser rausgenommen von der Beaterin. Und jetzt kann es schnell gehen. Jetzt läuft der Chaser über die linke Seite, spielt im richtigen Moment nicht. Ein Missbeat. Und da ist er aber auch rausgelaufen. Ein Missbeat. Und René nimmt den Hub auch noch mit. Damit das 40-0 jetzt aus Hallenser Sicht. Ja. Ich meine, hier wäre der Spieler mit dem Quaffle in der Hand rausgelaufen. Aber vielleicht auch schon vorher abgespielt. Ja, schade. Wir sind ja nur Kommentatoren. Ja. Aber die BS wieder in Hamburger Händen. Also. Die aus Bietersicht läuft es für Hamburg gut. Sie können es nur vorne noch nicht so ganz. Jetzt der Napalmversuch von Hamburg. Aber gut abgehalten von der. Aber jetzt keine Bieter. Jetzt keine Bieter für Hamburg in der Offensive. Und René ist zu groß für diesen Ball. Beziehungsweise aus Hamburger Sicht natürlich zu groß. Aus aller Sicht. Genau richtig. Perfekte Größe, um diesen Ball dann abzufangen. Der Leuchtturm aus Hannover. Ja. Wird direkt rausgenommen. Soll den Hamburgern im Offense-Spiel erstmal keinen Druck mehr machen. Und der Tackle gegen die Nummer 4, Dennis aus Halle. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt kann es schnell gehen. Aber was für ein Tackle von René. Aber immer noch Hamburg im Quaffelbesitz. Leicht zu hoch. Schade. Ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Und auf Broom anscheinend. Das vielleicht gebietet oder aus Versehen abgestiegen. Ja, aus Versehen abgestiegen. Das passiert auch noch oft bei gerade neueren Spielern. Ja, dass man sich erstmal an den bösen... an den bösen Besen gewöhnen muss. Ja, der böse Boom. Ja. So, jetzt sehen wir mal einen langsameren Aufbau mit Control von Halle. Also kein... Ja, die Nummer 15 bei Halle, Johannes, auch relativ frisch dabei. Erst dieses Jahr im Unisportkurs zu uns gekommen, aber... Uiuiui, keine Bieter. Die Bieter sind beschäftigt und da das Tor von der Nummer 96, Daniel. Der erste Torversuch wurde abgeleitet von der Keeperin Svenja, die Nummer 4. Aber das zweite war dann doch drin. Ja. Und Hamburg hat festgestellt, keine Bieter, die Subbox schreit. Und sie müssen sich jetzt ein bisschen beeilen, weil der Blatt aber schon auf dem Weg da ist. Eine... Da steht die Hallenser Bieterin Kati richtig. Heute im Trikot von Effi. Und es ist erneut ein Delayed Penalty gegen Hamburg. Weil Kati anscheinend ihr Headband verloren hat. Okay. Aber warum dann? Und dann aber auch? Ja, der Delayed Penalty. Okay. Delayed Penalty wegen Headband vergessen. Okay. Die falsche Richtung. Es wäre gegen Halle gewesen aufgrund des Headbands. Ja. Und keine Bieter für Halle. Jetzt macht Daniel wieder schnell. Spielt den Pass rüber auf Paula. Nein, Dennis. Der wurde sicher mit beiden Händen gefangen. Und ja. Sie wurde sich auch sehr schön. Jetzt eine Triple-Blutcher-Situation für Halle. Würde sich jetzt fürs Pressing anbieten. Wenn das meine lieben Kollegen langsam mal sehen würden. Jetzt schaltet es keine Bieter aus der Hallenser Subbox. Und da ist der Pressing-Versuch. Und jetzt muss es schnell gehen. Jetzt müssen sie umschalten. Schönen Laufweg. Pass auf, Dennis. Der nimmt den ersten Tackle, spielt weiter an Sonja und die macht das Ding. Sehr, sehr schön. Schön vorbei. Und wir sehen vorm Scoreboard einen Kampf der Bieter, der an Hamburg geht, damit jetzt BS wieder in Hamburg ist. Und nochmal eine Delayed Penalty. Mal sehen. Diesmal gegen Halle. Mal sehen, ob es wieder nur ein Headband ist. Vielleicht ist es auch mal. Aber nein, das ist der Contact over the neck.
Das war der Bieter-Fight. Ja. Okay. Das habe ich leider nicht gesehen. Aber ich habe nur gesehen, wie sie ihn weggeschickt hat, aber einige Sekunden später ging dann doch noch die Arme für den Delayed Penalty hoch. Das gibt eine gelbe Karte für den Bieter. Die Situation für Hamburg, jetzt noch ein Tor zu machen, denn mit einem Bieter weniger sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall. Lieber ein Chaser runter als ein Bieter. Auf jeden Fall. So die Devise. Weil dadurch ist die Blatter Control quasi sicher. Der Napalm-Versuch. Frieda, aber der Quaffle intercepted. Aber die Bieter immer noch beschäftigt. Jetzt auf hinter den Hoops steht jemand frei. Mistbeat und... Ah, aber den macht er selber. Halle kann es wieder verwandeln, da der Beat leider nicht gesessen hat. Und damit 80-0 aus Hallenser Sicht, aber immer noch ein Beater down. Aber Hamburg schlägt sich nicht schlecht. Auf jeden Fall. schon wieder eine Delay. Hamburg macht das durchaus gut. Bei Hamburg fehlt mir jetzt persönlich diese letzte Konsequenz, ja, genau, noch auf den Hoop zu gehen. Das haben wir auch schon gestern im Stream einmal gegen Jena gesehen. Sie haben sich echt in der Defense doch wacker geschlagen. Auch der Aufbau bis zur Mittellinie ging super smooth, aber sobald es dann über die Keeperline ging... Ja, no call von Niklas Müller. Ja, aber heute sind auch deutlich bessere Bedingungen. Der Rasen ist trocken und vor allen Dingen ist es nicht windig. Ich weiß nicht... Es gibt eine Warning. Ja, sie haben zu früh angefangen ohne die Whistle. alle hochmotiviert weiterzuspielen. Nicht gefallen. Auf keinen Fall, Niklas Müller bekannt. Jetzt und schon. Noch intercepted, aber noch Quaffle Control. Noch in Hamburger Händen und jetzt muss Björn laufen, um da doch noch das vielleicht zu kriegen. Das Abspiel suchen. Da fliegt schon wieder ein Headband. Und mal da ist das Brooms Down für beide Bieter, die nach hinten gesprintet sind, um sich Blatscher zu angeln, völlig an den beiden vorbeigegangen. Sie waren sehr beschäftigt und fokussiert auf die beiden Downbälle. Es scheint schon wieder ein Headband-Problem von Halle zu geben, ne? Ich weiß nicht. Dabei wurde sich gestern noch beschwert, dass die neuen Headbands ein bisschen zu eng sind. Ja, vielleicht flutschen sie so vom Kopf ab. Und da scheint ein... Injury-Sub. Oder? Nee, das ist unser Speaking Captain. Ah, okay. Tim, der kurz wissen möchte, um was es jetzt ging. Jetzt werden wir es sehen. Sieht aus wie eine Karte nach Halle. Ja. Nee. Damit Halle ohne Bieter jetzt. Nee, der zweite Bieter ist, glaube ich. Nein, der ist noch in der Penalty-Box. Damit jetzt automatisch keine Bieter. Keine Bieter für Halle jetzt. Aber dadurch, dass gleich ein Tor fallen wird, wird natürlich. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. So, damit haben wir jetzt gehört, wie gesagt, keine Bieter, weil beide Bieter von Halle und eine Chaserin auch noch in der Penalty-Box stehen. Also das heißt, Halle jetzt nur noch mit drei Menschen auf dem Spielfeld. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, jetzt ist es doch an der Zeit für das erste Tor von Hamburg. Sie also stehen das wird auch sich super gut da vorne. Aber der Tackle des Hallenser Keepers sitzt nicht, aber der zweite Hallenser und der ist Speed. Und es ist immer noch... Der Quaffle bei Hamburg. Aber der kann nicht richtig aufgehoben werden. Da wird der Ball noch getürtelt. Hamburger Bieter räumt auf. Ja. Und jetzt... Der Hallenser Bieter Daniel 96 bleibt dran. Da muss er aufpassen. Das war Contact around the neck. Ja, das Björn war ist auch die größte Person. Da passiert das dann doch schnell mal. Das haben wir schon öfter gesehen. Da wird... Die Nummer 15 haben wir gerade gesehen. Wird jetzt gleich released. Aber da wird direkt der Keeper Daniel... Wahrscheinlich in die Penalty-Box geschickt. Mensch, das ist ja irgendwie... Also, aber wir laden euch gerade ein. Ihr sammelt ja Sammelkarten, aber vielleicht nicht die Trading-Card, sondern eher so... Ja, ich hoffe nur, dass es dann nicht zu einer roten Karte kommt, also zu einer gelb-roten Karte, weil das ist alles Contact over the neck. Ja, Contact over the neck, das sind alles gelbe Karten. Richtig gesehen, aber wenn man sieht, er ist sehr groß und Björn jetzt mit seinen... Ja, jetzt hören wir die Anfeuerungsrufe von der Hamburger Bank als auch von der Hallenser Bank. Natürlich die Hallenser hoffen jetzt, das vielleicht irgendwie verteidigen zu können, weil gleich ein Bieter reinkommt. Und da jetzt ist der Tackle von Dennis. Und er bringt sie. Und schon wieder ein Foul.
Das kann doch nicht sein. Leute, aber wir sehen jetzt da Björn einmal neben der Nummer 4 stehen. Das kann doch nicht sein. Auf jeden Fall da. Jetzt haben Hallenser keinen einzigen Chaser mehr. Eine Chaserin und ein Beater auf dem Feld. Gibt es eigentlich eine Regel, wie wenig Spieler man auf dem Feld haben darf? Also beim Fußball wird, glaube ich, nach 4 roten Karten abgebrochen. Ja. Mir ist da nichts bekannt. Schauen wir mal. Immerhin kann die Keeperin nicht gebietet werden. Ja, und einen Bieter habt ihr auch. Und sie lässt ihn aber durchlaufen. Release dadurch eine Chaserin. Naja, die Motivation der Keeperin sieht jetzt auch noch nicht so. Na, sie wissen, das wird jetzt ein hartes Brett. Jetzt werden erst mal Gegentore fallen. Keine Blatscher für Halle. Da wird Immunity und direkt gebietet, aber beide sind Beat. Aber die alle. Halle Keeperin, die lässt sich da gar. Sonja, die Kämpferin, lässt sich. Ja, da hat sie zu lange gewartet. Keine Beater und jetzt muss der Drive kommen. Schade. Aber dadurch, weil eben die Beaterin released wurde, Halle jetzt wieder mit vollständigem Beater-Line-Up und einem Chaser. Damit jetzt nur noch ein Chaser down für Halle. Aber sowas habe ich echt noch nicht gesehen. Da hinten stimmt auf dem Scoreboard leider nicht der Score. Stimmt, kann ich nicht sagen. Ich verstehe gerade nicht, was die Beater rechts machen. Ein sehr komisches Spiel in den letzten Minuten. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also. Ihr habt ja echt. Okay, Halle nimmt das Timeout sehr, sehr schön. Ich glaube, das haben sie. Das ist jetzt bitter nötig. Also, Leute, kommt runter. Und passt auf die Context Around the Neck auf. Die Wolfgang hat sehr viele nicht körperlich riesige Spieler. Da ist man sehr schnell am Neck. Gerade die großen Keeper von uns, die haben ja gefühlt durchschnittlich eine Höhe von über 1,90. Ja, wenn man da so René und wenn man die beiden Kreise einmal miteinander vergleicht, dann... Höhentechnisch gibt es da doch schon Unterschiede. Aber das darf natürlich trotzdem nicht passieren. Das ist keine Ausrede. Nee, auf keinen das Fall. Das muss besser laufen. Bin ich auch auf jeden Fall dafür, dass es immer eine Weil das ist einfach... Es ist eine Gefährdung. Selbst wenn es nicht böse gemeint ist, es ist eine Gefährdung des Gegenspielers. Und da bleibt Niklas Müller auch gar keine andere Wahl, als da die gelbe Karte zu zeigen. Da hinten ändert sich auch einmal das Scoreboard auf die richtige Seite. Das heißt... Ja, bei Halle ist jetzt, prinzipiell... Es ist kein schlechtes Spiel. Hamburg hat jetzt ihre Chancen genutzt. Aber bei Halle, sie müssen wirklich jetzt aufpassen. Sie müssen aufpassen, dass es nicht wieder entgleitet. Im Anfang waren sie auf jeden Fall dominant. Und dann haben sie vielleicht das doch zu sehr genossen, dass sie so... Ja, die Hoffnung ist jetzt, dass sie sich jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen, sondern jetzt durch das Timeout sich wieder zur Ruhe besonnen haben, das jetzt strategisch und ruhig aufbauen. Da der Pass. Da wurde schon versucht, aber da wird auch schon direkt in der gegnerischen Hälfte von den Hamburger Chasern unter Druck gesetzt. Und Blatscher Control. In Hallenser Händen. Der Beat gedodged von der 96. Und da ist das Ding. Eine Klatscher liegt nämlich hier draußen quasi direkt neben uns. Und wird jetzt auch an die. Und Halle wieder vollständig. Und wieder ein Broomstone. Kann sein, dass das für den Quaffel war, der sehr weit rausgeflogen ist. Aber auf jeden Fall. Aber Niklas Müller scheint sich mit dem Scoreboard zu beraten. Goal ist gut. Damit das neue Score 90-20. Ja. 20, um jetzt mal hier ein bisschen mit dem ostdeutschen Dialekt zu kommen. Ja. Nein, das wollen wir natürlich unseren lieben Zuschauern nicht antun. Und ich hoffe, ich habe jetzt keinen verkrault. Mir bitte auch nicht antun. Nein, das kann wirklich keiner wollen. Hamburg hat quasi einmal komplett neu aufgestellt. Ja. In dieser Zeit. Halle jetzt kurz verwirrt, in der Verteidigung mit Blatscher Control. Aber die Nummer 19, Marlene, versucht es. Und jetzt ein Pressing-Versuch. Aber der Chaser läuft einfach weg, aber ist Beat. Und ich wollte gerade sagen, der Hamburger Chaser ist schneller am Ball, aber Sonja schafft es, den Ball für sich zu behaupten. Pass auf Steffi. Ja, da war eben auch Roman. Eine leichte Situation mit so einem Gerangel von hinten, einer leichten Berührung zwischen Beater und Chaser. Ja, das ist natürlich dieses Interposition Play. Ja. Und das jetzt Steffi mit dem Drive. Aber wird abgehalten durch den Tackle und Dennis vollendet es dann. Da konnte Kevin als Keeper leider doch nicht
komplett. Und hier kommt wieder der Call. Keine Beater, wir sehen der Ante. Also das Beater-Spiel ist auf beiden Seiten sehr chaotisch. Also wir sehen keine Beater für Hamburg und der dritte Blatscher. Aber was für ein Tackle von René. Aber Tim immer noch in Ballbesitz. Kann übergeben, aber auch nicht. Fake Handoff. Und da ist der Ball drin, aber... Und wir haben auch Niklas obligatorisches kleines Säckchen gesehen. Und René ist dann damit auch nochmal am Karten. Nochmal gelbe Karte für René. Two-Handed Tackle. Aber hat René eine gelbe... Es ist die erste gelbe Karte. Huh. Jetzt hatte ich gerade kurz einen Herzaussetzer, weil eine rote Karte. Also jetzt sind alle Keeper gelb vorbelastet. Ja, es wäre schön, wenn sie jetzt langsam mal anfangen, nicht sich die gelben Karten zu sammeln. Ja, wie gesagt, die kleinen Spieler. Ja. Tim und ist jetzt mit seinen 1,65 auch nicht so der Riese. Aber stellt sich da vorne furchtlos vor René und will ihn jetzt, glaube ich, auch endlich mal runterkriegen. Aber der spielt vorher auf Dennis. Oh, sehr schön. Aber kein Tor, Beat Before. Und jetzt muss Kevinner, ja, der... Und jetzt die Blatscher Control wieder in Halle. Die Late Penalty gegen Hamburg. Ja, er hat gebietet, obwohl er off-pitch war. Ist das jetzt... Also nicht... War das jetzt throwing off-pitch oder ist das direkt... Ein Fehler des Beaters. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass er Leute nicht bieten darf, wenn sie draußen sind und den Ball aufheben darf. Es bleibt... Ah, okay, der Headref hat noch nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich meine... Sehr schön, der Headref will einfach wieder remounten, ohne das eigentliche Vergehen des Broomstones überhaupt sich anhören. Hätte mich jetzt nicht ganz so gestört, aber... natürlich. Ich kann es natürlich verstehen, man darf nicht... aus dem Feld rauswerfen als Beater, wenn da der andere Beater steht und man ihn gerne direkt wieder loswerden würde. Ja, leider. Da wollte er schnell reagieren und sich die Blatscher-Control nicht nehmen lassen von den Hallenser Beatern. Das ist eine blaue Karte, schätze ich mal. Würde ich auch mit, ja, wir sehen, welche Karte wird Niklas Müller. Er schreibt auf jeden Fall mit seinem Klimmbrett. Okay, da wird nochmal kurz die Rücknummer der letzten gelben Karte gecheckt. Das ist auch schon mal... Ist auf jeden Fall... Oh, gelbe Karte. Für den Ball, den Bludger mit Absicht aus dem Spielfeld schmeißen. Damit hat Hamburg dann auch mal eine Karte gesammelt. Auch leider für einen Beater. Das heißt... Zwei eurer Beater jetzt mit Gelb belastet. Ich glaube, ihr hattet vor uns auch schon mal einen. Beater raus. Stimmt, mir aber wäre das wäre so. Anders. Ja. Und hier. Und jetzt eine Triple-Bludger-Situation. Also eine Art Triple-Bludger-Situation, aber. Hat auch ein bisschen vergessen kurz, dass sie ja Immunity claimen kann als Beaterin. Ja. Und nimmt ihn zurück. Sichert sich jetzt den Bludger. Wir sind auch durch das Tor quasi direkt schon wieder vollzählig auf Hamburger Seite. Und gucken mal, was jetzt so weitergeht. Da hinten sieht man schon die Sucher. Langsam machen sich bereit, wir sehen auf Bench. Ich weiß überhaupt nicht, wie die Zeit ist. Da war schon wieder ein kleines Säckchen. Oh, und René. Hat er da über den Nacken reingegriffen? Scheint gegen Hamburg zu gehen. Diesmal hat der kleine Spieler, also das der kleinere Spieler von beiden, der Björn aus Hamburg, eine gelbe Karte. Gefühlt 5 gelbe Karten verursacht, also nicht direkt verursacht, aber an. Es kann nicht Björn sein. Es ist eure Nummer 4. Und der gelb-rote. Gelb-rote Karte jetzt. Das ist nämlich die zweite gelbe. Ja. Ich glaube, das war doch wieder dieselbe Björn-Geschichte wie. Ja, aber wir haben es Björn geht auch auf Pitch. Nee, er geht einfach dahin, wo es passiert ist, weil Niklas seine wunderschönen Säckchen ja immer deckt. Stimmt, durch die Gegend wirft. Wenn man ihn schon ein paar Mal gesehen hat, dann weiß man das. Und damit jetzt rote Karte bedeutet... 2 Minuten draußen und ein anderer Spieler muss diese Person ersetzen. Diese Nummer 4 darf nicht mehr aufs Feld für dieses Dennis, Spiel. Dennis, genau, ist für das Spiel ausgeschlossen. Für ihn geht Sonja in die Penaltybox und sie kann auch nicht durch einen Score der Hamburger released werden, wie es bei gelben und blauen Karten ist, sondern... Egal, was passiert, und da war Hamburg der ist jetzt ist 2 Minuten in Überzahl. Und den muss Olli bieten. Nicht. Das kann nicht sein.
Und René versucht damit seinen langen Arm irgendwas zu reißen. Und ich glaube, ihr werdet ein bisschen vorsichtiger, was Björn angeht. Ja, ich glaube, der Björn, der wird jetzt sehr genau begutachtet, von wo man ihn da angreift. Oh, da war der Pass und leider aber nicht kein durch. Bludger Control mit Halle. Oh, und da ist Roman einfach den Schritt schneller und macht den Score. Aber Bludger Control nach einem Beater-Tackle von Hamburg jetzt noch bei Halle. Ja, ich glaube, das wollen sie sich aber auf jeden Fall gleich zurückerobern, das Ding. Ja, 120 zu 30 jetzt der Score. Wir sehen schon gelbe Headbands in den jeweiligen Subboxen. Vielleicht können wir was zu den Seekern sagen. Ja, genau, den Seeker, der für Hamburg... Oh, schon wieder. Ja, das machen wir dann doch einfach mal jetzt. Ja. Genau, der Seeker für Hamburg sollte Tim sein, schätze ich mal, dass er anfängt. Den haben wir eben schon ein paar Mal gesehen. Ja. Mit einem quasi zweiten Kopf auf dem Hinterkopf. Das sind seine sehr langen Haare. Und ich gehe auch davon aus, dass sie auf Cold Catch gehen werden, um einfach... Kondition zu sparen. Kondition zu sparen. Es ist das erste Spiel des Tages. Es wird langsam echt warm. Ja. So im Gegensatz zu gestern auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Gestern hätte es jetzt schon zweimal geregnet. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Und es wäre kalt und windig gewesen. Das stimmt. Das ist halt so im Norden. Ja. Das ändert sich dann doch regelmäßig irgendwie. Auf Hallenser Seite bei den Seekern sehen wir René. Ja, den Hannoveraner Leuchtturm. Ja. Oh, jetzt nochmal sehr, sehr schönes Passspiel um die Hoops und der Score von Roman. Ja, eigentlich nochmal zu den Seekern, genau. René aus Hannover und daneben sehe ich Alina mit der Nummer 2 das Seeker-Headband tragen. Ich glaube, sie hat im Training einmal gesiegt. Ich weiß nicht, ob sie... Vielleicht sehen sie also jetzt im Spiel auf keinen Fall. Chance, mal auszuprobieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine... Man muss es ja mal probieren, um entscheiden zu können, ob man es kann oder nicht. Auf Hamburger Seite sieht man was anderes. Lennart als Chaser, der eigentlich den Rest des Spiels gebietet hat und kriegt jetzt auch den Pass und den Koffel und versucht... Ui, der war vorbei. Und er ist Beat. No Beat. Der Beater war Beat, bevor er den Bludger werfen konnte. Damit jetzt der Fast Break von Halle gegen eine No-BS-Situation. Daniel prescht da einfach durch. Das damit war eine sehr schöne Ausnutzung der Situation. Und auf dem anderen Spielfeld hört man die Bröwikons. Jetzt wäre es wieder für die Hallenser soweit zu pressen eventuell. Aber die Hamburger Bieterin kickt den Bludger zu weit. Trifft den Hub. Genau, Glück für den Chaser. Der spart sich dadurch einige Schritte. Für den anderen Bieter, Entschuldigung. Ja, er ist schon vorbeigelaufen und musste dann nochmal zurück. Aber Und wir sehen jetzt... Hier eine... Alina Wenzel macht sich als Seekerin bereit. Und war das ein Langshot-Tor? Leider Nein. nicht. Aber da steht der Beater und der ist Missbeat. Aber das da ist nochmal vielleicht in Hamburg. Das gibt Dangerous Kick. Da hat die hat Sonja, Hallenser Chaserin, die Hand auf den Ball, aber die Hamburger Spielerin geht mit dem Fuß zum Ball. Und sobald sich ein Spieler bückt, wird dies als Dangerous Kick gezählt. Gerade bei Stollenschuhen eine total verständliche Regel, denn die Dinger tun auch mal auf dem Schienbein echt weh. Auf jeden Fall. Oder wenn nur jemand drauf oder einfach auf den Fuß getreten, das reicht schon, um da Schmerzen zu verursachen. Also kein harmloser. Ja. Aber die Sache, das lernt man auch. Aber die Bludger Control nicht jetzt mehr. Bludger Control noch bei Hamburg. Die Rückeroberung der Bludger Control hat nicht funktioniert für Halle. Doch, aber jetzt. Das Tor hat funktioniert und sie haben die Control. BS erobert und einen Score gemacht. Damit jetzt 150 zu 30. Ich würde auf jeden Fall schätzen, dass Hamburg an dieser Stelle auf den Cold Catch geht, weil sie nicht mehr die Chance sehen, das Ding zu gewinnen, also aber sich doch die Ehre geben. Und wir sehen zwei kleinere Seeker und einen sehr kleinen Schnatz und eine sehr kleine Schnatzläuferin. Da gab es anscheinend eine Maximalhöhe. Referee. Ja, gefühlt nicht über 1,70. Ja. Das war das Ziel und das haben wir gestern auch lustigerweise schon mal gesehen mit demselben Schnatzläufer und... nicht sonderlich großen Suchern. Was bei so einer kleinen Person gar nicht so schlecht ist. Denn wenn man so groß ist, dann muss man erstmal runterkommen und sich da irgendwie bücken. Da bringen einem die langen Arme auch nicht mehr so viel. Also vielleicht können sie mal ihre Körpergröße ausspielen, wie Björn das auch schon getan hat. Also Björn, der hat wirklich
unabsichtlich oder quasi durch ja. Teilweise, nein, nicht Unvermögen Halles, aber unkonzentriertes Tacklen würde ich es, glaube ich, nennen. Und da ist der Score. Der Drive, beziehungsweise der Hero Run. Genau, ja. Das ist Lennart aus Osnabrück. Der. Und jetzt beide Seeker auf den Schnatz, Schulter an Schulter rennen, aber der Schnatz denkt sich, ja, dann lass uns einfach die Seite wechseln. Ja, er ist ein sehr lauffreudiger Schnatz und Tim versucht da doch das. Den ersten Schnatz des Tages sein eigen zu nennen. Ja, und der Ärger. Oh, da war er schon knapp dran. Man hat schon ein bisschen was gehört. Ah. Und er weicht dem Beater aus. Im Gegensatz dazu, der Hamburger Beater erfolgreich, damit die Alina, die Hallenser Siegerin, aus dem Spiel zu nehmen. Und der Angriff von Halle hat nicht funktioniert. Ich habe leider nicht mehr darauf geachtet, wieso, aber. Der Ball ist in Hamburger Hand und wird abgespielt. Und Agnes verliert leider ihren Boom beim Versuch, da hochzuspringen. Hamburger, Beat. Nee, ich glaube, er ist dem Beat noch ausgewichen, aber der Snitch ist down. Snitch ist down und jetzt Alina hat Quality Time am Schnatz. Aber die starken Arme des versucht, ihren Besen rauszuziehen. Und jetzt wieder die... Aber Entschuldigung für alle, denen ich gerade die Ohren abgebrüllt habe, weil sie uns eventuell über Kopfhörer hören. Aber es könnte sein, dass der nicht gut war, weil er schon am Runtergehen war. Die Frage ist, ob er down ist oder nicht. Aber sonst würde ich es euch natürlich auch gönnen, wenn du sagst, sie hat erst einmal im Training etwas gemacht. Dann also die Control war, glaube ich, auch auf... Nee, die Control ist auf unserer Seite aber mittlerweile wieder... Waren beide Beater beschäftigt. Weg vom Schnatz. Ja, also die Bludger Control, das ist eigentlich egal, wann man hinguckt, sie ist auf der anderen Seite, als sie vor 2 Sekunden war, gefühlt. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, Hamburg hat ein bisschen zwischendurch mehr von dieser Bludger Control gehabt, aber da wird demonstriert, also... Worum es geht, aber da muss ich auch als Schnatz selber sagen, wenn man rückwärts läuft und einer in einen reinspringt, da ist Straucheln jetzt nicht unnatürlich. Also nicht, dass ich jetzt hier Partei für meine Siegerkollegin... Nein, würdest du nie tun. Nein, niemals, bei aller Neutralität. Das ist dann immer, muss der Schnatz für sich selber entscheiden, weil das, da wird er als ich, no good gecalled. Gesehen hatte, war ereignete sich als richtig. Snitch was damit down. Damit müsste sie jetzt auch off Broom sein, oder? Anscheinend nicht, auch keine Karte. Tim ist auf jeden Fall off Broom. Ja. Der andere Sucher. Hamburg. Und die Hamburger Beater werden vom Schnatz ferngehalten und Alina hat weiterhin ganz viel Zeit alleine und mit dem Schnatz. Und währenddessen macht Halle auch nochmal ein Kommt der Tor Hamburger Seeker an. Und die Beater sind ebenfalls dabei. Und jetzt beide Seeker-Beats. Marlene kurz verwirrt die Hamburger mit Beaterin ihrem Beater. Verwirrt, wo sie ihren Blatscher hinwirft. Oh, da hinten sahen gute Situationen aus, aber der Ball wurde leider nicht richtig gefangen im Chaser-Game. Oh ja, da muss sie näher rangehen, Elli. Ja, den Tim Beat weicht kann doch der gerne Hamburger mal aus. Seeker ausweichen. Klein und wendig down. Ist er. Alina wieder aus dem Spiel genommen. Und da ein weiterer Score für Halle. Damit jetzt mittlerweile das. Und Tim ist safe. Er dachte, er müsste back to hoops. Und wir sehen jetzt hier nochmal beide Seeker. Beide Seeker, aber Alina direkt wieder rausgebietet. Und also, Tim prügelt sich dadurch. Das Snitch on Pitch bei den Hamburger Beatern funktioniert sehr, sehr gut. Ja, die aber Übung auch bei den Hallenser Beatern. Das ist wirklich ein Hin und Her. Ich glaube, die Beater und Seeker sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, zum Schnatz zu laufen. Und nach spätestens 4-5 Sekunden Quaffel abzu sein und dann wieder, sehen wieder zum Schnatz zu laufen. Den Ball nochmal in Hamburger Händen, obwohl der Pass ein bisschen weit war. Da war Markus als zweiter geladener Beater da. Und wir sehen jetzt hier Kevin. Tim scheint wohl fertig zu sein mit der Kondition. Und Kevin vorher als Keeper und zu sehen. Keeper Ball jetzt bei Halle. Als Sucher. Bei Halle ein Blatscher in der Verteidigung. Den hat er aber schon überlaufen. Ja. Ah! Wird da doch getackelt. Kevin ist jetzt und raus. Jetzt ihr habt Alina. Auch wieder Control bei den Beatern auf Hallenser Seite. Und jetzt hat Alina wieder Zeit die am Schnatz. Zeit wird von den Beatern geschützt. Ja, von 2 Stück. Und jetzt wäre es an Hamburg. Die jetzt ist, allerdings aber gepennt haben. Da müssen sie mitgehen und Alina und vor dem Beater schützen. Jetzt gibt es quasi eine keine Beater-Situation. Jetzt Hamburg wieder am Schnatz. Ah. Und der ist daneben. Und der er muss war sitzen. Nah dran. Er hat schon das Gold gespürt quasi. Ja, aber jetzt ist Kevin ist der Hamburger doch Seeker wieder raus. Aus. Und jetzt kommt jetzt René. Kommt René als auch. Großer Seeker. Und jetzt sehen wir nochmal das Beispiel mit den langen Armen. Und er muss sehr, sehr tief gehen, um da überhaupt an den Schnatzläufer ranzukommen. Lange Arme, schön und gut. Aber
man muss sie auch dementsprechend nutzen. Ja, und hat ihn aber runtergerissen. Da geht er schon und direkt geht back auch to schon hoops. Back to Hoops. Er ist erfahrener Sucher, weiß, was er zu tun hat, kennt ihn. Ah, er darf sich. Ja. Und hat sich genähert, aber wurde nicht bemerkt. Also, ne, ich habe das gesehen, das mein ist Freund. Auf jeden Fall. Nee, da muss man aufpassen. Aber natürlich keine Absicht. Nein. Oh, wow, und jetzt da war wäre aber fast die Situation gewesen, dass vom Boden aus da seine langen Arme doch zu nutzen. Und jetzt der Pass und in die Mitte. Und da wird er abgefangen. Zu kurz. Intercepted oh, der Pass. Von der Keeperin abgefangen. Hamburg, und jetzt. Aber da ist noch ein Bieter hinten. Den muss er rausholen. Oh. Und den verhindert er. Sehr provoziert schade, auch noch den Missbeat. Damit jetzt Halle in Blatscher-Control. Keine Blatscher, da der dritte Blatscher hinter der Keeperson-Falle liegt. Und ein René Catch. Hat ihn nochmal auf den Boden gelegt. Ah. Mensch, ich sag ja, die langen Arme sind da nicht so vorteilhaft. Bei so einem. Nein, also. Und er hat sich schon wieder genähert. Also jetzt darfst du aber nochmal zurück, mein Freund, eigentlich, ne? Ja, die Assistant-Refs sehen nicht sehr auf aufmerksam. Unseren also Leuchtturm. Es waren schon auch einige Situationen bei den Beatern, wo ich mir dachte. Das müsste eigentlich ein Snitch, also zumindest der Snitch-Ref muss das sehen. Ja, gerade wenn, auf jeden wenn der Fall, Snitch down ist, muss er beide Seeker abchecken, ja. Um zu gucken, dass sie sich wirklich nicht nähern. Ja, das war jetzt, jetzt nämlich schon. Vorfeldvortrag von Hamburg. Schöner Pass in die Mitte. Und da ist da das ist der Tor. Score. Und Dani freut sich, glaube ich, es ist das erste Tor auf diesem Turnier für sie. Aha, sie das sieht, sieht man. Sehr glücklich aus. Ja. Ich freue mich mit für sie. Auf jeden Fall, das ist. Das erste Tor, da ist René, es. René legt ihn hin. Nein, nein, und versucht dann nochmal im Liegen nachzugehen. Ja, aber ja. Sobald der Schnatzen mit mehr als zwei Berührungspunkten zum Boden ist, ist man nicht mehr befugt, draufzugehen. Und da war der Versuch im Chaser-Game jetzt einen Hero-Run zu starten. Aber der wurde... Der Bieter, oh. Ui, da und jetzt, ist der Hamburger jetzt Chaser einfach reaktionsschneller. Und jetzt... Jetzt Lennart deflected. Ah, der und dritte René hat Schnatzfang von René... Und oder der vierte, ich weiß es schon nicht ja, mehr. Ja, aber jetzt ist die Frage, ob diesmal wird er nicht direkt wieder hinten rangeklebt. Diesmal wird diskutiert, ob er gut war oder nicht. Und ich glaube danach, aber falls es, der nicht es, es gut sieht sein so sollte, aus, als hätte es ein Foul. Also nein, der Pfiff kam vom Snitch-Ref. Schauen wir mal, ob die Gender-Rule stimmt. Ja, sehr schön. Das war dann gut. Doch ein bisschen unerwartet, dass es jetzt beim nächsten Mal dann doch klappt, aber 200 Sternen zu 50 damit der Endstand. Und damit die meisten Tore aktuell in einem Game für die Wolfgang. Die anderen waren meistens so bei 30, 40. Ja. Aber auch also kein schlechtes Spiel. Also nein. Das Ergebnis trügt. Die Hamburger Wolfgang hat sich wacker geschlagen, auf jeden Fall. Man sieht dann doch, dass die Erfahrung auf Hallenser Seite doch ein bisschen länger ist als die der Wolfgang. Ja, wahrscheinlich. Gut, damit verabschieden wir uns jetzt hier vom Livestream, damit wir mit unseren Teams feiern gehen können. Ja, ich glaube, wir können beide stolz auf die Leistung sein. Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir hören uns heute im Laufe des Tages nochmal. Das ist, oder war, Basti aus Halle. Und Pauli aus Hamburg. Tschüss.